Oh, Aqua! Wir kommen jetzt zu Aqua! Oh, shit! Oh, shit! Wir sind im Reich der Dunkelheit. Geht jetzt die Storyline mit Aqua weiter? Oh nein, mit Mickey und Riku! What's wrong, Riku? Are you tired? Do you need a break? We can stop. No, just... I've been here. I should know this place. But that all seems like another life. Well, gee, think of all you've seen. All the feelings you've felt. Why, you've done years of growing in almost no time at all. I remember my first time here. I was so scared. But now my doubts and fears are gone. If anything, I feel exhilarated. And it's not because there's darkness in me. I know too well what that rush is like. This is different. And it's not adrenaline either. I know Aqua needs us, but I'm ready. I'm in control now. Maybe it's because you're with me this time. Mm-mm. It's not me. I think it's because you finally found inside you that special strength to protect what matters. What? Sometimes you care so much for somebody that other feelings disappear. And then there's no room for fear or doubt. Is that it? Strength to protect what matters. It reminds me of a promise I made. To who? Just someone I once met. Can't tell. Sounds like a good memory. Yeah. While we're reminiscing, Mickey, does any of this look familiar? Sort of. But the realm of darkness has changed since I was here with Aqua. Yeah, it's different from what I remember. Usually, I'd just follow my heart, and Aqua would show me the way. But the closer I get, the hazier our connection feels. You mean... Maybe. But we can't give up hope. Yeah. Das ist ganz wichtig. Niemals die Hoffnung aufgeben. Ich hoffe sehr, dass die beiden Aqua erreichen werden. Nach 10 Jahren Dunkelheit. Alleine in der Dunkelheit. Weil das nicht ganz stimmt. Sie hat ja schon mal Ansem getroffen, ne? Das, glaube ich, werden wir jetzt sogar gleich sehen. Nee, aber da sind sie. Da war damals Aqua und Ansem. Der Amnesie Ansem. It's gone. Und hier war er damals mit Sora. I'm positive Aqua was here. But now, her trail's gone dim. I've been here too. With Sora. Genau, nach dem Sieg gegen Xemnas. This is where we found our way back to the realm of light. Hey, maybe Aqua did too. Aqua has fallen into an even darker abyss. Somewhere I can't see her. And I don't think we're equipped to dive any deeper than we already are. So then... Oh no! What? Riku, be careful. Even the least threatening Heartless are stronger in this realm. I got it. Sag mir nicht, wir spielen jetzt auch noch als Riku. Nee, okay. Ah ja, das kennen wir ja aus Buffer Sleep 0.2. Oh Gott, wir spielen als Riku! Ah, ja, geil, Alter! Was geht ab? Wir spielen als Riku! Oh Gott, macht das viel Damage! Oh mein Gott, mit Mickey zusammen als Riku spielen wir hier. Im Reich der Dunkelheit.
Oh mein Gott! Oh. Doppelduell, let's go! Mann, da sehe ich mich! Da sehe ich mich, Leute! Schön Blitzker, let's go! Ja, muss mal kurz heilen, das haut ja hier. Das Ding haut übelst rein! Aber wir hauen auch mit Doppelduell auch mächtig krass auf die Schnauze. Oh Gott, ist das geil! It's not over! Be careful! Oh no! Komm, Aqua! Oh. Oh shit. What? Because somebody needs me. Who are you? Riku? Wake up! Riku! Are you okay? Where'd the Heartless go? I got more than half of them, and the rest vanished. But they spit you out first. Ugh, thanks. I owe you. I know you feel invincible, but we're not. Are you all right, Mickey? Yeah, thanks to the new gear. But your Keyblade... Oh. Oh. The Heartless here are stronger than what we expected. I guess we probably should have powered up our Keyblades before we came in here, huh? I think we need to go back to Master Yensit's tower so we can regroup. But Aqua's still down here alone, facing enemies like that. I know. What if she's feeling as scared and alone as I felt the first time I came here? How long are we supposed to keep her waiting in this awful place? But Aqua, she's like Sora. What? No, 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 no. Strong like Sora. Oh. Okay. Good. Then I guess she's gonna be all right. Sora could fall into any darkness and swim his way out. Besides, we won't be long. Right. Huh? Can't use this Keyblade anymore. Might as well leave it here. For the other me. What? Alter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab Gänsehaut bis zur Decke, ey. Ui, 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 ui. Was ein Story-Abschnitt. Der mystische Turm. Hallo, Master Yensit.
Sind jetzt Rico und Mickey einfach aus der Dunkelheit wieder raus? Geht das einfach? Ne, wir sind da, okay. I see. You could not regain your strength. No biggie. I still learned a lot. Regardless, Sora, you will need the power of waking. Oh. It can't be gone forever. Maybe something'll trigger it real soon. Like what exactly? I know. How about a punch on the head? Hey! Perhaps it could be something that is as simple as that. Wait, you think so too? Whenever you are in need, magic happens. That is your greatest strength, Sora. You make it sound like an accident. Whoa! Huh? We're back, Master! Ah, guck mal, also ja, sie können einfach gehen. Hey, Rico. Whoa! Oh. Wow! You guys are all here! We were here before, but you didn't wait! Hey there, fellas! So, what have you three been up to? We were visiting. And to figure out how to get all of Sora's lost powers back. But it was a big disappointment. Oh, what a shame. But honestly, we didn't fare any better. Did you manage to figure out where Aqua is? 'Cause Master Yen Sid said that's why you fellas left. Aqua. Come on. Can I finally say something? We know Master Aqua made it as far as the beach that Sora and I once visited. But that's where her trail ends. Meaning? All traces of her vanish into the great abyss, beneath the realm of darkness. She's dead. No. Sora was dragged into the abyss during his exam, and I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua, and they make the dive, they could reach her down there. I'm not sure who's even left to ask. Naja, Terra oder Ventus? Ventus is hidden. And Aqua's the only one who knows stimmt. Where. Ventus ist ja weg. Plus, ja, das heißt, nobody's seen Terra in ja. ages. Scheiße. Aqua was the last. So Aqua, she's gonna be the key to finding all three. Yes, their teacher, Master Ericus, would have been another possibility. Had Xehanort not mercilessly struck him down. One. I'll save her. Huh? Huh? But Sora, that's gonna be super hard since you don't have the power of waking. Huh? Sorry. I have no idea why that just popped out. Well, it was pretty convincing. Yeah. Better not let us down. Ja, weil das Ventus in ihm war. Sora, you must focus on regaining your lost power of waking. Mickey and Riku, I recall that Master Aqua journeyed to many worlds and connected with others who could be the link we need. Good plan, sir. Riku and I will retrace her steps and see if we can find any sort of clues. But first, we got hit pretty hard in the realm of darkness. My Keyblade was damaged, and the Heartless broke Riku's clean in half. So we're gonna need to get replacements before we can continue. In that case, rendezvous with Kairi and Lee. They are continuing their training under the tutelage of the wizard Merlin. Yes, sir. Also, I would like you to deliver these for me. Are they? Yes, they are the same as the ones I gave you. Special vestments to shield Kairi and Lee from the darkness.
We got him! What? No fair! What about my outfit, Master? Sora, don't bother me like that. Action considerate. Settle down. I have new clothes for you too, Sora. Yeah? Oh. A gift from the good fairies. Huh? Ich mag das, was er gerade anhat. Fand ich schon immer geil. Those are no ordinary garments, Sora. Like before, they have very special powers, so it took extra time to prepare them. In addition, there is a gift from Chip and Dale inside. Ooh. Cool. Okay. Happy now? Yep. Now you are all ready to proceed. Hey, wait! Don't yeah, there is it! Jiminy! Jiminy! Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it. And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side. The whole team's back! Yeah. Good. Now to mark the beginning of a new journey. I wish for you to have this, Sora. Huh? Come here, okay. That is nein, a heartbinder. Think of it as a good luck charm made just for you. Oh, okay. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. It's time to go! Ach, ist das schön. May your heart be your guiding key. See? Mm. Ja, hast du dir nicht eingebildet, Goofy. Alles ist gut. Sehr schön. Der Traumherzbinder. Ein Talisman, mit dem du mittels Koop-Kommando einen Traumfänger zur Unterstützung herbeirufen kannst. Also, wie wir das aus den alten Teilen kennen, Dumbo und Genie etc. Das ist das quasi. Okay, ich bin bereit. Ich nehme alles auf mich. Ich trage das Schlüsselschwert auf mir. In mir. Gummiship, let's go! Okay, round two. Oh, come on, when you get serious. Give me a break, okay? I told you. These things take time. Gorge, is it just me? Or is this turning into a routine? Huh? What? Ich glaube, da wird wer angerufen. It's coming from you, Sora. Huh? What's da this? Da ist es ja. Not me. Magic stamp. But I don't know how. Maybe this. Hooray! He picked up! Huh? Dale? Hey, Chipper! I finally got him! Hurry up, Chip! Well, it's about time! Chip? You gotta answer the phone, Sora, or we can't give you updates. We got lots and lots of important stuff we want to tell you. That's why we asked Master Yensid to make sure you got this gummy phone we made you. Göttlich. So we'd be able to stay in touch with you at all times. And it takes pictures. Oh, you finally finished it. Say, with this gummy phone, we can talk to each other across worlds. In fact, I might even try writing my journal on it. Wow. Sounds like it's pretty handy, guys. So, what's so important? Back when you and Riku quested through the sleeping worlds, Riku recovered some secret research data that Ansem the Wise hid inside you. Ansem's code! Mm-hmm. We've been working our tails off trying to crack it and see what it says. The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it. Huh? Alter, sehr nett. Oh. I guess we haven't spoken since the castle. I'm Ienzo. Alias is here too. Ach nein! Was laber ich denn? Alias, whatever's between you and Roxas, it's in the past. Sora,
The reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby recompleting us. We cast off our hearts by choice, make no mistake, but we didn't know that Xemnas, or rather, Xehanort, was deceiving us. Huh? Xemnas? Oh, he's with them! Not anymore. Xemnas and Xehanort have no hold over us now. Sie sind wieder Menschen. Wie krass. We're just students of the heart. Exactly the same as we were before all of this began. Yeah, right. But you know, now that I think about it, Axel's on our side now. We have friends we want to bring back to this world just the same as you. To do that, we have to work together. In that spirit, Sora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered. Is it about me? Yes. In order to piece your memories back together, our teacher Ansem the Wise took a close look at your heart. And what he found is that your heart doesn't belong just to you. That's correct. Doesn't? Gorge, you don't seem surprised. Yeah. Honestly, I suspected as much. There's another heart inside mine. Nicht nur eins. I think it's Roxas's. Just like Naminé is still inside Kairi's. Interesting. Well, no one knows your heart better than you. To be honest, we still have a plethora of questions on our side. But the idea has merit. It's incredible enough that you and your nobody are able to coexist. If you share a heart, no wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye. We'll keep investigating based on your hypothesis. I'll be in touch. Okie dokie. We'll give you fellows a ring if there's anything else. Remember, me and Chip, the guys at Radiant Garden, and King Mickey and everybody are never far away. And Jiminy, would you do us a favor? Teach Sora how to use the dummy phone? Leave it to me. I have to find Roxas and save him. The others are following Aqua's heart. So I'll follow Roxas's heart. Trust the guidance that your heart gives you, Sora. That's what Master Yen Sid said. Well, go! Oh, that's easy. Oh Mann, ist das geil! Hör mir auf! So, und damit haben wir das Gummifon. Also Kingdom Hearts hat auch das 21. Jahrhundert erreicht. Auch in Kingdom Hearts haben wir im Jahr 2019 ein Handy quasi. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Viel interessanter ist erstmal der Teil, dass wir ja die Niemande, also die Organisation 13, die Niemande von den Menschen sind, die mit Xehanort damals zusammengearbeitet haben, die haben wir ja besiegt. Durch diese Tatsache sind diese wieder zu den normalen Menschen geworden und die helfen uns jetzt, alles aufzuklären. Wie cool ist das bitte? Also, das Gummifon. Die neueste Erfindung von Chip und Chap. Sie ermöglicht dir, über die Welten hinweg zu kommunizieren und macht auch Fotos. Habe ich ja auch schon im Preview gezeigt. Man kann jetzt auch Selfies machen und so weiter. Normaler Fotomodus halt, wie es mittlerweile bei vielen Spielen so ist. Und aber der interessante Punkt ist, storyline-technisch wissen wir das jetzt quasi ja schon alles, was die gerade erzählt haben. Nur Sora weiß es ja gar nicht. Oder beziehungsweise alle wissen es nicht. Und jetzt rollt so langsam die Story auch auf die Charaktere über, nicht nur auf uns Spieler. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Gott, ich kann es kaum abwarten. Einfach nur noch alles erleben. Ladies and Gentlemen, ist jetzt Gummijet-Zeit oder was? Oh ja, tatsächlich. Reisen durch den Ozean dazwischen.
Die Steuerung des Gummijets, drücke LBRB, um zu beschleunigen, drücke die Taste erneut, um zu bremsen. Durch einen Druck auf L kannst du eine 180-Grad-Wende machen. Um dich schneller zu fortzubewegen, nutze zusätzlichen Schub, drücke B für die Schubleiste. Das werden wir einfach mal probieren. Angreifen mit dem Gummijet, es gibt bestimmte Gegenstände. Aufschießen. Au, abfeuern. Ja. Fahren um Schiffen, drücke jetzt, um eine Rolle zu machen. Während deiner Flugreisen solltest du die Bildschirmanzeige im Auge behalten. Weltenmarkierungen zeigen dir Welten an, die du noch nicht besucht hast. Steuere eine Markierung an, um zu der jeweiligen Welt zu gelangen. Wenn deine TP auf 0 fallen, wird dein Jet zerstört. Schubleiste. Und Gummiradar. Ist das jetzt hier so mehr Open World oder was? Wait. Okay, das ist drehen, das ist klar. Das können wir hoffentlich zerschießen, okay. Belohnungen. Für das Ausschalten von Gegnern und Erkunden des Ozeans dazwischen erhältst du manchmal Kugeln oder andere Belohnungen. Sammle diese Kugeln ein, um deinen Gummijet in der Stufe aufsteigen zu lassen und dein Kostenlimit für das Bauen von Gummijets im Editor zu erhöhen. Diese Kugeln, TP-Kugeln regenerieren deine Trefferpunkte und einzigartige bzw. normale Items. Also, erstmal, der Gummijet ist zurück und das andere bedeutet das quasi tatsächlich, dass wir eine Open World im Gummijet-Universum haben. Das wäre ja ultra krass. Okay, das ist der Schub. Schnell unterwegs. Du würdest gerne wenig schneller von Punkt A nach Punkt B gelangen. Nebelstreifen. Begib dich in den Tunnel aus Licht und rausche mit hoher Geschwindigkeit hindurch. Du kannst den Nebel verlassen, indem wir RB drücken zum Beispiel. Temposphären oder Temporinge. Berühre diese Sphären oder Ringe, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Die Ringe verändern deine Flugrichtung. Ah, okay, dann hier habe ich dann gar keine Wahl mehr. Hier geht's dann einfach durch. Gummikämpfe. Sei vorsichtig, wenn du herzlose Markierungen auf dem Gummiradar siehst. Steuerst du auf solche Markierungen an, wird ein Kampf ausgelöst. Ah, also es gibt nicht offene Kämpfe, sondern die werden dann quasi instanziert ausgelöst. Kampfregeln. Die Siegbedingungen sind vom Kampf zu Kampf unterschiedlich. Die Regeln findest du in der Ecke. Schwierigkeitsgrad. Die Anzahl der Sterne auf den herzlosen Markierungen zeigt an, wie schwierig die Kämpfe jeweils sind. Wenn deine Gummistufe noch niedrig ist, hältst du dich besser noch fern. Kann ich den Kampf mal triggern jetzt? Ich will wissen, was hier abgeht. Naja, ist wirklich instanziert. Kampfsteuerung und Bildschirmanzeigen. Die Steuerung ändert sich geringfügig, wenn ein Kampf beginnt. Drücke Dauerfeuer. Punktzahl besiegt die Gegner Kampfrang. Versuche eine höhere Punktzahl, besseren Rang erreichen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Aber offensichtlich steuern wir hier nicht. Das ist halt ein komplett instanzierter Kampf einfach. Oh wait, das sind definitiv Gegner. Ja, die Gummijet-Kämpfe müssen schon ganz cool sein, weil ich befürchte, es gibt sehr viel Gummijet-Content. Und ich habe bisher Gummijet immer gehasst, auch in Teil 1 und 2. Und habe dementsprechend mich immer geweigert, da was zu machen. Ich habe einen A-Rang abgeschlossen. Ich hoffe sehr, dass das cool ist, weil ich glaube, wir müssen uns viel damit beschäftigen, gerade auf dem Weg zu den 100%. In Kingdom Hearts 1 und 2 haben die Gummijet-Sachen nie zu den 100% gehört. Das ist ganz wichtig. Hier weiß ich es noch nicht. Also Trophäen wahrscheinlich ja, aber Ingame, mal gucken. Erfahrungskugel, Leichtmaterial, Knopfsticker, Marmormaterial, Leckergraus. So, das ist das. Ich wollte eigentlich mir noch ein bisschen was angucken. Das hier ist eine 180-Grad-Wendung. Okay.
Das ist ja schon geil gemacht. Ah, Schub füllt sich dann erst wieder auf. Verstehe. Und hier kann ich auch einfach Taler sammeln? Oder wie läuft das? Was ist das hier? Ah, ich glaube, das ist Schubbonus. Die Dinger kann man hier einfach zerstören. Da kriegt man Knotengummi. Fluorid, okay. Kann ich euch zerschießen? Oh, wait. Hier sind Sachen, die mich zerschießen wollen. Ich sehe schon, das ist so umfangreich, das ist wie ein komplett eigenes Weltraumspiel noch. Ich sehe das schon kommen. Krass, ich kann jetzt hier einfach rumfliegen, wie ich Bock habe. Oh wow, Leute, ich befürchte, das wird riesig, das Spiel. So, wie viel hältst du aus da unten? Und was genau bringt es mir, dich zu zerstören? Er ist auf jeden Fall nicht so leicht zerstörbar. What the hell? Wait, sag mal, wie viel muss ich denn da schießen? Okay, offensichtlich sehr viel. Ich glaube, wir gehen aber jetzt erstmal zur Markierung. Auch wenn wir jetzt schon einen guten... Ja, wir, hier am Anfang brauchen wir, denke ich, noch nicht so viel erkunden. Aber das ist ja übelst krass, dass hier alles einfach frei erkundbar ist. Wow. Das ist abgefahren. Open World Gummi Jet Action. Oh boy. Oh boy. An Steuern muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Fühlt sich nämlich irgendwie komisch an. Aber... Also es fühlt sich komisch an, weil ich... Nach unten... Wenn ich nach unten drücke, gehe ich wirklich nach unten. Normalerweise ist das nicht so. Alter, warte mal. Kann ich die Kamera... Oder gewöhne ich mich jetzt dran? Ich versuche mich mal dran zu gewöhnen. So, die Frage ist... Ich glaube, die Dinger kann ich einfach nicht zerstören, ne? Guck mal, hier scheint die nächste Welt auf uns zu warten. Und die werden wir doch auch direkt mal als nächstes betreten. Und eins sollte euch gesagt sein. Ich bin unter anderem der Meister der Cliffhanger, wie ihr es vermutlich schon im letzten Part gesehen habt. Und so wird es auch jetzt sein. Wir betreten Twilight Town. Allerdings erst im nächsten Part, hier von Kingdom Hearts 3.